Ja, hallo liebe Modellbau-Freunde, willkommen auf meinem Kanal Frankens Modellbau-Ecke. Ja, es geht wieder weiter mit meiner Hermes Bounty, das Admiralitätsmodell von De Agostini. Beim letzten Video habe ich schon aufgehört bei Bauphase 152, das waren ja hier vorne die Kräne für die Schiffsanker. Genau, und jetzt werde ich dann weitermachen bei 153 natürlich, und das würden hier vorne die Schiffsluken sein. Es wird dann weitergehen mit dem Kamin für die Schiffskombüse, und dann will ich mich dann immer Schrittchen für Schrittchen dann weiter vorarbeiten. Mal sehen, wie weit ich in diesem Video dann komme. Aber das würde ich in der Videobeschreibung dann so auch dann bekannt geben. In der Zeit, wo ich jetzt den Schnitt mache quasi und alles vorbereite für den Weiterbau, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen. Und wer es noch nicht getan hat, gerne auch ein Abo. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und da würde ich sagen, dann höre ich es auf mit der Quatscherei jetzt. Und dann kommt der Schnitt jetzt. Und dann geht es auch direkt weiter mit dem Bau. Ich habe jetzt die erste Luke quasi schon gesetzt. Das ist aus der Laserschnittplatte. Das sind fertige Elemente oder Teile. So sehen die dann aus. Ich habe natürlich die Verbrennung wieder weggemacht. Aber jetzt kommt auf der Steuerbordseite, kommt die Luke dann auch hin. Ups. Hier ein bisschen aufpassen, genau. Ein bisschen sauber machen und dann passt das. Ja, ich habe jetzt angefangen mit dem Kamin von der Kombüse, und das ist jetzt Bauphase 154, das ist das obere, das kleinere Teil, und das war jetzt für mich jetzt eine Heidenmühe, das jetzt so rund zu kriegen. Das sind ja Messing-Edge-Teile, so ein Plättchen, das ist das große, das untere Teil. Mich das jetzt irgendwie dann zusammengebogen kriege. Und jetzt habe ich meine Sammlung hier an so kleinen Modellbauzangen, und da habe ich jetzt hier die, ja, so die runde Zange vorne, sage ich mal, genommen, aber die läuft ein bisschen konisch zu. Und dann habe ich dann angefangen, dann hier so leicht immer die so versuchen in Form zu kriegen, rund zu kriegen. Aber da tue ich schon ein bisschen schwer dran, und ja, das dauert auch. Muss noch ein bisschen Geduld haben. Ich habe das natürlich hier drauf, aber ich lege es dann hier, kann man es ein bisschen sehen, zwischendurch hier auf die, ja, auf die Matte, mich und dann nicht alles zerkratze, und versuche das dann irgendwann so Schritt für Schritt ein bisschen rund zu kriegen, bis ich das dann irgendwann mal schließen kann. Nur jetzt bei dem war das jetzt so, dann haben die zwei Enden, hatten Versatz gehabt, und dann habe ich hier mit der Zange hin und her jetzt versucht, aber es ging. Ich hoffe, mit bei dem Größeren jetzt nicht ganz so schwierig ist. Da kann ich auch mehr mit den Fingern jetzt mal gegenhalten. Ups, welches ich gerade mal wegwerfe. Vielleicht kann mir auch da mal einen Tipp geben, welche Zange man nimmt oder wie man es am besten rund kriegt. Oder mit das einigermaßen so, wie ich es jetzt hier mache. Ja, mit das so ist, wie es ist. Mit das so ein bisschen schwierig, für mich ein bisschen schwierig ist. Mir fehlt da wahrscheinlich in der Hinsicht auch ein bisschen die Erfahrung, wie man das am besten so schön biegt. Aber ja, deswegen sage ich, eine Anleitung könnte ja mal so ein kleiner Tipp drin stehen. Nehmen Sie zur Hilfe diesen das Werkzeug, und dann geht das so. Aber ihr seht, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Ich mache das jetzt auch in Ruhe dann. Formen das jetzt mal weiter, und dann zeige ich euch dann gleich das Ergebnis dann. So, den unteren Teil von dem Kamin habe ich jetzt auch so zurecht gebogen. Das ist dann Heidenarbeit, wenn man wahrscheinlich auch nicht die richtigen Zangen oder irgendwie so dafür hat. Aber es sieht jetzt einigermaßen anständig aus. Sieht jetzt, das ist die Unterseite, das ist die Oberseite. Und dann kommt das kleine Element, das kleine obere Teil wird dann später so zusammengefügt. Was ich jetzt machen würde, ich würde jetzt hier die Nähte mit Sekundenkleber noch verkleben.
lass das dann trocknen, dann ja, füge die dann komplett zusammen, dann schleife ich ihn noch ein bisschen. Und der Kamin wird ja auch dann mit Metallic Gun wird er dann auch wieder quasi angemalt. Ja, ich habe das jetzt alles soweit zusammengeklebt. So sieht der Kamin jetzt aus. Ich bin hingegangen, habe jetzt die Naht, wie ich jetzt eben schon gesagt habe, mit Sekundenkleber gemacht. Hier für die Nähte habe ich flüssig genommen, damit das ein bisschen reinläuft. Und für das obere und untere Teil habe ich dann das Gel genommen, mich das auch dann besser direkt fester fixieren kann. Und das hat ja ganz gut geklappt. Und jetzt würde ich das hier noch ein bisschen feilen und schleifen und dann anmalen. Ja, der Kamin ist jetzt gerade hier, nicht Kamin, der Rauchabzug, ja, ist jetzt gerade, das Ofenrohr ist quasi gerade am Trocknen. Das muss ich gleich nochmal anmalen. Jetzt habe ich die zwei Laserschnittplatten ausgelöst. Einmal was dickeres, auch was größer und dann was dünneres, was kleiner ist, hat auch ein Loch. Und das soll ja hier in dieser Position. Man soll ja auch jetzt hingehen, die zusammenleimen, das Ofenrohr, das Rohr von der Kombüse quasi, der Abzug, dann da drauf setzen und dann einfach nur da drauf kleben. Ist ja jetzt auch vorher hingegangen, hat die ganzen, ja, Hölzer genau in dieser Position gesetzt, die Deckselplatte extra das Loch so gelassen, wie es jetzt auch ist auch alles so in der Anleitung so angegeben. Und dann soll man auch immer ein Plättchen draufsetzen, ohne Loch. Es ist nicht vorgesehen, damit da jetzt ein Loch reinkommt oder so. Aber ich würde das für mich machen, ich würde es jetzt da reinbohren. Ich würde hier so ein 6 mm Loch reinbohren und dann würde ich das auch richtig dann zusammenfügen, wie sich das gehört dann. Ich weiß später, aha, da ist das Loch, der Kamin ist so laut Modell auch funktionsfähig, dann soll das auch so sein. Ich habe die zwei Teile verklebt und das Loch reingemacht. Und jetzt würde ich dann den Schornstein da einkleben. Dafür nehme ich jetzt Sekundenkleber. Jetzt muss ich noch gucken, ob ich den auch dann gerade dann da reinkriege. Da vorher schon mal so reingesetzt. Bisschen ausrichten. Kann man so lassen. So sieht er jetzt aus. Und jetzt bringe ich ihn in der Position. Da war eine Maßangabe, ja, Millimeter hier von dem Bauteil hier weg. Also jetzt werden dann dahin. Dafür nehme ich dann was Holzleim wieder. Hinten mal kurz gucken. Ja, sehr schön. Passt. Wunderbar. So, der nächste Schritt, dann kommt jetzt Bauphase 155, die Schiffsglocke. Dafür habe ich schon aus dem Messing-Ätzteil schon hier den Halter, den Bügel schon ausgelöst und mitgeliefert wurde so eine kleine Schiffsglocke. Die Teile sollen jetzt hier verbunden werden, quasi in den Bügeln da rein. Dann tue ich jetzt auch hier was von dem Sekundenkleber hier oben drauf. Na? Und dann die Glocke hier, da ist so ein Loch drin. Und hier ist eingesetzt. So. Ich lasse das jetzt hart werden, geht ja relativ schnell, aber dann wird das Ganze noch mit Metallic Gun noch angemalt. Ich überspringe jetzt gerade die Glocke, die ist gerade noch da in meiner kleinen Näschung, da steht hier gerade noch drin. Der nächste Schritt war Bauphase 556, jetzt jeweils zwei Löcher bohren für die Ankertaue, 3,5 mm und dann so kleine Ösen selber anfertigen. Hier ist noch die zweite. Mittlere Loch ist 3 mm, außen ist 6 mm und die wurden gefertigt aus den 1,5 mal 6 mm Leiste, also 6 mm abschneiden, rundfallen und Loch reinbohren, 3 mm. Jetzt bin ich jetzt gerade nämlich dran und dann wollte ich jetzt gerade erstmal das kleben, bevor ich jetzt die Glocke dran mache. Ne?
Ne? Wahrscheinlich sieht gleich aus. Klein wieder ein bisschen weg. So sehen die zwei Löcher jetzt aus. So kann man es erkennen, ja. So, jetzt klebe ich gerade die Glocke noch an. Dafür nehme ich ein bisschen Sekundenkleber Gel. Na, da einmal rum dahin. Und der kommt jetzt hier vorne hin. Da will ich schon ein bisschen zittern, ich weiß nicht warum. So. Ich glaube, sie sieht so gut aus. Ja. Sieht aus wie auf dem Bild. Ja, dann können wir sie auch so ruhig so lassen. Ja, genau. Ich lasse auch so. Wunderbar. Der Bauschritt 157. Und jetzt die Teile werden hier bezeichnet als G, aber ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie sie jetzt richtig heißen. Das sind Klampe oder Klampen in Mehrzahl. Die waren jetzt hier eine Laserschnittplatte. Hier sind auch 6 Stück drin, die werden nicht mehr gebraucht. Und die habe ich dann ausgelöst und dann zu den Enden hin ein bisschen verjüngt. So sieht das dann aus. An der Windenhalterung quasi ist rechts und links einer dran gekommen. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Ja, ich hoffe, die kann man glaube ich sehen. Und hier an den Kran für die Anker habe ich schon einen draufgesetzt. Und jetzt den letzten setze ich jetzt auch noch drauf. Ich habe mir hier das ausgemessen. Die Maße, die angegeben sind, 13 mm von unten. Hier waren es 14 mm. Ich habe mir dann mit Bleistift einen kleinen Orientierungspunkt gesetzt und kann dann ein bisschen mehr die Klampe dann da hinsetzen. Ich muss schon kurz zu mich in Position sein. Na. Jetzt muss ich mal gucken, ob die auch schön gerade sitzt. Ja, ich finde es gleich. Ja, kann man so lassen. Ja, sieht schön aus. Ja. Was ich auch immer ein bisschen, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, man könnte die Teile auch nicht so jetzt irgendwie als G oder sonst irgendwie was bezeichnen. Man könnte auch den Namen dazu nennen, wie das Teil auch heißt. Ich sage, ich habe ja mit Schiffen eigentlich nicht so nichts an Hut, ich bin ja Rheinländer. Aber ja, man könnte ja die Teile auch dreckig bezeichnen und dann weiß man dann, dann lernt man auch was dabei bei dem Schiffbau. Deswegen, das macht dann einen Spaß, nur dann, wenn man weiß auch, wie die Teile heißen, und braucht man das nicht immer so im Internet quasi nachgoogeln oder sowas. Deswegen, naja, so ist es leider. So, der nächste Schritt, Bauphase 158. Ach, die Schiffspumpen kommen rein. Ah, da muss ich noch mal holen. Moment. Die habe ich ja lange nicht mehr gebraucht. Ein bisschen entstauben. So sehen die zwei jetzt aus. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo die zwei jetzt da hinkommen. Das müsste ja hier vorne sein, genau. Und die kommen dann quasi jetzt hier rein. Mal gucken, ob mit dir auch passen. Schalte geht schon mal rein. Ja, okay, die würde reingehen. Mal gucken. Na, das Loch gerade unten treffen. Da klemmt es ein bisschen. Ja, unten ist ein bisschen stramm, da muss ich ein bisschen nachfeilen. Ja, ich bereite das gerade ein bisschen vor.
die erste Pumpe setzt. Ich habe jetzt hier mit der runden Schlüsselfeile vom unteren Deck das Loch ein bisschen größer gemacht und schon hat das direkt geflutscht. Das war minimal nur, es war nicht viel. So, jetzt mache ich die zweite Pumpe rein. Ein bisschen ausrichten. So, also gerade. Ja, ein bisschen alles verdreht ist, also dann geht das alles. Da ist ein kleines Loch. Das habe ich drüben auch gehabt. Ein bisschen herleihen. Ich habe nämlich so ein bisschen noch ein paar Späne hier liegen von der Leiste. Und wenn ich so mal was größer, ein größeres Loch habe oder so, dann werfe ich da ein paar Späne rein. Und dann sieht man das nicht mehr so. Jetzt hat er aber gesaut hier. Wie sieht das denn aus jetzt? Ei, ei, ei. Das war jetzt nicht gut. Ich habe aufgepasst vor lauter Quatscherei. Man muss ein bisschen wegmachen. Dann sieht er nachher aus wie Sau. Und das möchte ich nicht. Ja, es geht schon wieder. Ein bisschen alles wieder sauber machen. Ja. Okay, da wo jetzt die Löcher sind, ich habe jetzt ein bisschen mehr Lametta drin. Und da habe ich hier, ja, wie gesagt, von der Leiste mit der Pfeile was weggemacht. So, dann lasse ich das genau da drüber. Dann sieht man das so nicht so. Dann geht das in den Leim rein. Dann sieht das sauber aus. Ich habe jetzt die zwei Messing-Ad-Teile quasi jetzt hier angeklebt und schon angemalt. Eigentlich wollte ich jetzt weitermachen mit den Umlenkrollen, wie es in der Anleitung steht. Die werden jetzt hier hinten dran gekommen. Ihr habt es richtig verstanden, wären, aber leider sind die schlichtweg nicht dabei. Wie ich auch jetzt feststellen musste, auch mehrere Bauteile oder ja, Sachen, die ich jetzt eigentlich noch dafür im Weiterbau brauche. Aber zu diesem Thema und Ärgernis werde ich jetzt am Ende vom Video zur Stellung nehmen. Und noch was zu sagen. Ich habe jetzt noch ein Stückchen weitergebaut, hier an der Bordwand, an der Innenseite. Hier sind noch Leisten dran gekommen, die 1,5 x 6 mm auf beiden Seiten und dann hier daneben den Öffnungen für die Kanonen noch 4 Aufbolzen. Auf der anderen Seite dann, ja, dann genauso. So sieht das dann jetzt aus. Und jetzt mache ich dann erst einmal weiter. Moment, wo bin ich jetzt? Das sind jetzt hier Augbolzen. Details vom Deck. Das ist Bauphase 162. Jetzt kommen dann hier noch so die Halter für die Nägel dran. Die Teile werden ja dann jetzt hier eingesetzt in dem Bereich. Ich würde die jetzt noch sauber machen und dann werde ich die einleihen. So, das zweite Teil ist jetzt auch drin. Und weiter geht es jetzt hier in dem Bereich, kommt quasi noch so ein kleiner Schrank hin. Ich vermute, weil das ja auch hier Steuerrad dann da hinkommt, so ein kleiner Kartenschrank wird das. Ich würde jetzt die Teile auslösen und dann zusammenleihen. So, sieht der Schrank schon mal so aus. Eine Seite ist ja schon zu. Und ich setze das zweite Seitenelement jetzt da rein. Oder das klebe es an, sagen wir so. Jetzt sieht das Schränkchen quasi so aus. Und jetzt soll das Dach draufgesetzt werden. So sieht das jetzt aus.
Ihr seht, da ist ein Loch. Und ja, ich gucke mal hier, ich hoffe, das blendet sich gerade so. Ja, oh, super, toll, Moment. Na komm her, so. Batschenfinger, so. Genau, da ist jetzt kein Loch zu sehen. Das geht auch durch die ganze Anleitung. Laut Anleitung kommt da jetzt nichts drauf. Aber wenn man jetzt auch vorne geht, ich zeige euch jetzt mal ein Bild. Ihr seht, da ist auch so ein Zapfen drauf, eine Art Kamin, was es auch immer darstellen soll. Aber das ganze Ding wird da jetzt in der Anleitung nicht mehr bearbeitet, ist nicht da, wird nicht angezeigt. Da kommt quasi der Schrank so drauf und da ist auch kein Loch angezeigt. Aber ich würde jetzt hingehen, irgendwie zum Schluss mit Restteile würde ich mir irgendwas auch da drauf machen, was dann so ähnlich auch aussieht. Und dann, ja, dann ist es auch so. Ich würde dann jetzt gleich das Plättchen, den Deckel da drauf machen. Ich musste den gleich gerade noch mal ein bisschen nass machen und dann ein bisschen noch biegen, weil der Deckel ist leicht gebogen oben drauf. Da schreibe ich mir, der Deckel tut er quasi jetzt mal durchtrocknen. Ich habe da einen kleinen Gummi drum mit da. Und weiter geht es jetzt Bauphase 163 mit der Vertikalwinde. Dazu nimmt man das Brettchen 1203. Und löst jetzt quasi jetzt hier die ganzen Plättchen aus und so eine kleine Stange, die habe ich schon ein bisschen zurechtgeschliffen, mit die auch jetzt quasi immer schön hier drauf gehen. Ne? Das ist doch jetzt so viel versprochen, doch so geht's. Ich habe nämlich eben schon mal getestet, es muss eigentlich gehen. So, so sieht das dann immer aus und jetzt kommen die ganzen Plättchen, die auch hier drin sind. Die Seiten würde ich natürlich auch wieder sauber machen und dann wird das alles zusammengeleimt. Mache ich natürlich jetzt auch mal hier mit dem ersten auch. So. Ja, und dann setze ich quasi das zweite auch drauf. Das zeige ich mal kurz und der Rest mache ich dann für mich dann alleine. Und zeige euch dann gleich natürlich das Ergebnis dann. Mal gucken, ob ich doch jetzt richtig schön drauf kriege. Na. So sieht der Anfang jetzt aus. Drei Plättchen habe ich jetzt auf die Stange drauf getan und bin jetzt quasi so ein mittleres Teil am machen. Das sind auch so zwei, sagen wir, auch so zwei Räder mit so die Zacken drin und dann kommen die Seitenelemente drauf. Hier sind noch vier Stück und die, ups, nicht so viel. Und die leime ich jetzt zügig ein, damit ich die jetzt auch dann mit der Leimung nicht ganz hart ist. Und dann da drauf schieben kann und hoffe mir, dass dann alles auch soweit ja, funktioniert. Ich habe das jetzt gerade mal, wo ich eine drauf hatte, schon mal leicht Probe gesteckt und das auf dem Hölzchen halt schön drauf geht. Das funktioniert. Und dann baue ich das, ups, langsam gerade mal fertig und dann sehen wir uns gleich. Die Vertikalwinde sieht jetzt so aus. Und ich bin jetzt hingegangen, hier waren ja so ein paar oben und ein paar Zapfen dran oder Stiftchen, die würden normalerweise in die Löcher reingekommen. Ich habe das jetzt ein paar Mal versucht, auch unten. Ich habe die nicht komplett reingedrückt gekriegt, also habe ich die abgeschnitten, habe das so drauf geleimt. Es sieht auch sauber aus, man sieht es ja nicht. Und jetzt kommt quasi das nächste Plättchen drauf und da sind die Löcher ja abgedeckt und dann, ja, man sieht es ja nicht. Und so hat es dann auch funktioniert, nämlich das eine Holz ist nämlich auch leicht schon gebrochen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und deswegen, ja, das war ein bisschen zu viel Drückerei hier. Mal gucken, ob ich nochmal zusammenleime. Die Vertikalwinde ist jetzt fertig, so sieht sie aus. So ist sie ja im Prinzip schon geworden. Und die kommt jetzt auf den Platz drauf, an der Stelle.
ausgelöschte Tür. Ne, so. Mal gucken, ob ich auch jetzt mittig setze. Ups. So, jetzt kommt das Schränkchen an der Position. Jetzt, warte mal. Was ist das? Ja. Wenn ich wieder alles parat hat, so, ich glaube, da geht das besser. Nicht so wirklich. Aber jetzt. Wenn man seine Finger unter Kontrolle hat, dann geht das. Zurück. Ja, ich glaube, es sieht gut aus. Ja. Ja. Ein bisschen nach der Rabe, ich weiß noch die Ausrichterei. Jetzt gefällt es mir. So bleibt er. Und so sieht es dann aus. Na gut. Ja, meine Bounty sieht jetzt so aus. Bauphase 163. Alles soweit. Was vorhanden war, die Teile, ist alles wunderbar. Hat auch geklappt, der ganze Bau. Macht eigentlich auch Spaß, wenn man denn, ja, wenn man keine fehlenden Teile hat. Dann macht es dann noch mehr Spaß machen. Und zwar, jetzt gehe ich schon mal im Detail drauf ein, mir fehlen jetzt die Umlenkrollen, gesamt 12 Stück, die sind komplett, fehlen die. Auch Messingdraht fehlt, mir fehlen von den kleinen Blöcken, die an den Kanonen drankommen, wo die dran befestigt werden, wo das Garn später drankommt, fehlen mir auch ein paar, da habe ich schlicht zu wenig. Das ist allein schon jetzt für mich ärgerlich, aber anscheinend ist das so. In der Zwölf-Lieferung kommt das, was ich jetzt gerade beschrieben habe mit der Umlenkrolle, Messingdraht und so, ist das anscheinend gar nicht dabei, was man so braucht. Weil, ihr wisst ja, die jetzt meinen Kanal verfolgen und auch jetzt hier den Bau verfolgen von meiner Bounty, dass ich ja Leistenprobleme hatte, die waren ja zu wenig, die 1,5 x 6 mm. Und da bin ich ja auf die Facebook Schießmodellbaugruppe und habe da einen Klaus angefragt gehabt, der das gleiche Problem hatte und der hat damals auch eine Nachlieferung bekommen und hat mir dann Leisten zur Verfügung gestellt, mich auch dann weiterbauen konnte. Weil De Agostini, damals, ich habe die ja angeschrieben und die haben es ignoriert oder ausgesetzt und ich habe auch dann nicht mehr nachgehakt, wo ich dann die Leisten bekommen habe. Aber jetzt, ich habe jetzt auch mal einen Klaus nochmal angeschrieben gehabt. Und habe dann nachgefragt, wie das bei ihm bei der 12-Lieferung genauso war, mit auch die Teile gefehlt haben. Und er hat das bejaht und hat mir auch gleichzeitig mitgeteilt, dass andere Modellbauer, die das Modell bauen, das gleiche Problem haben. Anscheinend würden die Teile, die man eigentlich braucht, die auch dazugehören, einfach nicht mitgeliefert. Jetzt habe ich dann eine Bitte an euch, damit ich das auch mal ein bisschen mal nachverfolgen kann. Welche Probleme habt ihr mit dem Material, was ihr dafür braucht? Was hat euch gefehlt? Habt ihr zu wenig gehabt? Dass ihr mir das mal bitte in die Kommentare mal kurz schreibt. Mir hat das und das gefehlt. Und ja, genau. Damit ich das mal ein bisschen zusammenfassen kann, mal verfolgen kann. Das interessiert mich ja doch. Vor allem jetzt mit den Teilen in der Zwölf-Lieferung, die generell anscheinend fehlen. Deswegen, das hätte ich gerne mal gewusst. Ja, nichtsdestotrotz, ich möchte das Schiff natürlich auch so weiterbauen. Ich habe bei De Agostini das jetzt nicht reklamiert, weil ich das mit den Leistenproblemen haben die ja schon bei mir ignoriert. Und da bin ich jetzt hingegangen, habe mir das selber online über andere Modellbauhersteller oder auch die Modelle vertreiben, mir was selber organisiert.
Ich habe mir jetzt ein paar Jungform bestellt, 3,5 mm, die möchte ich als Ersatz nehmen. Ich würde jetzt, ihr wisst, die haben drei Löcher, die würde ich dann schließen, wird das ein bisschen so flacher fallen, in der Mitte ein kleines Löchelchen machen und mir die an eine Position setzen, wo sie hingehören. Ich habe mir auch gleichzeitig noch ein paar Blöcke bestellt, die ich wahrscheinlich brauchen werde, vor allem die auch, die zu wenig sind. Und auch die größeren, die ich brauchen würde, weil die auch genau abgezählt sind. Und falls da irgendwas kaputt gehen sollte, dann habe ich die direkt ja, parat. Den Messingdraht, den feinen, zum Beispiel jetzt hier den 05er, da habe ich auch den Rest. Den würde ich mir im Baumarkt besorgen, weil ich weiß, den gibt es da in verschiedenen Stärken in der Bastelabteilung. Und da kann ich nochmal gucken, welche Stärken die ich vielleicht eher brauche. Und dann werde ich mir das noch für das Modell hier noch besorgen. So, jetzt wisst ihr, der Bau geht auch weiter. Ich habe mir Ersatz besorgt. Denn jetzt wisst ihr auch, wenn ihr das gleiche Problem habt, vielleicht, wo ihr es auch herbekommt. Genau, so, das war jetzt das eigentlich, was ich nicht sagen wollte, weil ich eigentlich immer auf das Modell konzentrieren möchte in sich, an Bauspaß und so, wie alles funktioniert. Naja, nichtsdestotrotz, es geht ja weiter. Und über einen Daumen hoch, über ein Abo, wer es noch nicht getan hat, freue ich mich natürlich sehr. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video von der Bounty oder von dem Ecto. Da habe ich nämlich auch wieder neue Teile bekommen. Da geht es jetzt auch wieder weiter. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.